Ja, servus Leute, hier ist wieder euer JB und heute gibt's ein kleines Infovideo. Und zwar das erste, was ich ansprechen möchte, ist, ich möchte mich bedanken für 1560 Abonnenten. Mich freut es natürlich, dass euch die Videos von mir gefallen. Und ja, nochmal danke, danke, danke an alle Abonnenten, die mich abonniert haben. Und dann wollen wir gleich zum zweiten Thema kommen. Und zwar geht es um Call of Duty Black Ops, genauer gesagt um das erste DLC. Nämlich um Frost Strike. Es wurde die Woche angekündigt, dass es am Freitag, den 25. März 2011 rauskommt. Und das Wichtigste ist, dass es was kostet auf dem PC. Ja, viele werden natürlich irgendwie denken, ja, ich kaufe es mir jetzt nicht, weil es was kostet. Ich kann natürlich auch alle verstehen. Wir haben alle gehofft, dass es dann doch nichts kostet, da wir sehr lange warten mussten. Im Vergleich zur PS3 und zur Xbox. Jetzt kostet es leider doch was. Der aktuelle Preis beträgt 12,59 €, also man bekommt 10% Rabatt. Wenn man es vor dem 25. kauft, sollte man es danach kaufen, kostet es 13,99 €. Ja, das DLC beinhaltet 5 unglaubliche unterschiedliche Maps, sowie 4 neue Mehrspieler-Maps und einen Zombie-Modus-Map. Also 4 Maps für den Multiplayer und eine Zombie-Mode-Map. Und mich würde mal interessieren, ob ihr es euch kauft oder ob ihr erstmal wartet auf meine von anderen oder ob ihr es überhaupt nicht kauft oder ob ihr sogar abwartet, ob Steam irgendwann mal eine Aktion starten wird, wo es dann ja nur den halben Preis kostet oder was weiß ich. Also ich werde es mir auf ja, jeden Fall kaufen, weil die aktuellen Maps sind langsam ein bisschen langweilig, wie ich finde, und ich möchte euch ein bisschen Abwechslung zeigen. Ich werde es auch am Freitag gleich downloaden und werde so schnell versuchen, also so schnell wie möglich versuchen, ein Video zu machen über die Maps, wie ich sie finde, mein erster Eindruck und die, ob sich es lohnt, es überhaupt zu kaufen oder nicht. Und ja, das war es eigentlich so von mir. Bevor ich das Video jetzt beende, möchte ich nochmal sagen, dass einige ja die AT-Version haben oder die Uncut-Version. Ich habe die deutsche Version, deswegen kann ich es auch direkt über Steam downloaden. Ob ihr es jetzt auch machen könnt oder nicht, kann ich euch leider nicht sagen. Deswegen würde ich euch erstmal raten, wartet erstmal ab. Vielleicht wird es jemand testen und wird seine Meinung dann irgendwo veröffentlichen. Ich werde mich auf jeden Fall umhören und werde schauen, dass ich da irgendwie ja, ein paar Informationen sammeln werde. Falls ich da was weiß, werde ich nochmal ein Infovideo machen und werde euch ja, darüber informieren. Weil es doch, ja, einzig sagen, es sind nur 12 Euro oder 13 Euro. Aber es ist halt doch schade, wenn man sich die 13 Euro irgendwie erspart hat, kauft sich das DLC und man hat dann irgendwie ja keine Chance, es zu spielen, da man eine andere Version hat. Deswegen, ich halte die Augen auf, vielleicht auch ihr. Wenn ihr irgendwas wisst darüber, schreibt es unter dieses Video, würde mich echt freuen, damit ihr auch anderen helft, die eine andere Version haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer JB.